So, da sie mich ja so hier ne, zwingt und so. Ja, wenn du mit dem abhaust, kann ich mich ja nicht bedanken. Oh, ich denke nicht, dass ich dir hier schon mal gesehen habe. Bist wohl neu in der Stadt, was? Du musst Johnny Doe sein. Und du wirst hier ziemlich gut reinpassen. Hoffentlich lässt du dich nicht, hoffentlich lässt du dich da auch mal ab und zu hier blicken. Oh, diese Samen, kein Problem, dass du jetzt so viel Arbeit hast, helfe ich dir gerne. Schließlich musst du ja die alten Farben wieder auf Vordermann bringen und so. Was mir gerade darüber reden, wie wär's mit einem Saft? Nach einem langen Tag anstrengender Arbeit auf den Farben ist eine perfekte Entspannung. Der Saft, sag Farbenfan bitte Bescheid, dass ich später Hilfe brauche. Ich würde es ja selbst tun, aber ich habe so viel zu tun und kann den Tresen einfach nicht unbeaufsichtigt lassen. Hihihi. So. Rowan braucht später noch einmal meine Hilfe. Er sollte wirklich ein paar Mitarbeiter zur Unterstützung einstellen. Wie auch immer, siehst du, wie einfach es ist, hier Freunde zu finden? Du solltest anfangen, dich auch den anderen vorzustellen. Wo wir gerade von Vorstellungen sprechen, hin und wieder kommt es vor, dass neue Leute herziehen. Schau regelmäßig bei Bürgermeister Max vorbei, um zu sehen, ob du jemandem dabei helfen kannst, sich hier einzufinden. Oh, und ich habe noch eine Sache für dich. Diese 1x1 Bücherregal kann von großem Nutzen sein. Daher wäre es nicht schlecht, wenn du sie in deinem Haus stellst. Wenn du damit interagierst, taucht alles, was du von mir oder anderen Dörfern gelernt hast, darin auf. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du die Zukunft viele Dinge lernen wirst, wie auf die du hin und wieder zurückgreifen willst. Außerdem findest du auf dem dritten Reiter deines Tagesbuchs echt richtig viele Informationen. Du liest mein Tagebuch? Hallo? Kann ich irgendwie. Hey, Johnny Doe! Anscheinend hast du ein paar interessante Taten vollbracht. Hier ist ein Geschenk der Stadt, um den Anlass zu feiern. Geil. Vergiss nicht, mich nächstes Mal wieder zu besuchen. Geschenke sind geil. Hallo, Brick. Sehr gut, ich bin Brick. Der interagiert auch auf jeden Fall sehr gut, finde ich. Trinken. Achso. Habe ich ja gemacht jetzt. Okay. Jo. Oh mein Gott. Jamie. Ah, es ist immer schön, ein neues Gesicht in der Stadt zu sehen. Ich bin gerade auf Monsterjagd. Und bei dir so? Ich bin übrigens Jamie. Du sollst dir mal meine Spielesammlung ansehen kommen. Ja, vielleicht. Mia, frische Beute. Mia, ich zieh dich hier nur auf. Du siehst nicht aus wie ein Fisch. Ich bin Ria, ein hiesiger Fischer. Falls du jemals Angeltipps brauchst, dann komm mich besuchen. Mia. Oskar. Was haben wir denn hier? Noch ein Störenfried? Ey, sag mal, ich hau dir gleich mal eine. Oskar ist mein Name. Ich behalte dich im Auge. Oh, und bleib runter vom Rasen. Matsch gehört auf die Farm. Maximi! Jetzt, wo ich darüber nachdenke, habe ich mich noch gar nicht richtig vorgestellt. Ich bin der Bürgermeister dieser kleinen Stadt. Ich habe das Gefühl, dass ich dich öfter sehen werde. Naja, das überlege ich mir gerade noch. Ja. Man kann also hier scheinbar nichts mehr klauen einfach. Haben die Entwickler da gut nachgearbeitet oder wussten, dass es so kleine Schelme hier gibt? Hm? So. Flupp. Vertue mich immer. Ich glaube, das hatte ich damals schon in Staffel 1. Zwei Stück habe ich noch. Na.
weg. Ach, ja, 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 ja. So, wo haben wir denn die Wasserkanne hier? Da, 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 da. So, alles fein und säuberlich gewässert. Sehr gut. Meine Gießkanne gehe ich auch direkt mal wieder auffüllen. Wer weiß, ne, wenn die demnächst leer ist, dann wäre es nicht so gutes. So, ein bisschen Stein hier mitnehmen. Ich hab da was gesehen da drin. So, und ein Bücherregal haben wir ja auch noch, was wir platzieren müssen. Dieses 1x1 Bücherregal. Wo stelle ich dieses denn hin? Warum habe ich hier Spinnweben? Erste Schritze, Pflanzen, erste Schritze. Erste Schritze! Hammer, Besen oder Sense? Aha, Spinnenweben kann man also nur mit einem Hammer abbauen. Wieder was gelernt. Ha! Ich will nicht direkt kleben bleiben da drin. Tonkrug. Einfacher, bequemer Stuhl. Ein Kleiderschrank. Ja, den würde ich auch gerne eigentlich mitnehmen. So, Kisten. Weiß ich gar nicht, was ich mit denen machen soll. So. Kisten kann man ja hier reinstellen. Das weiß ich noch. So, und ein Kleiderschrank. Der passt doch wunderbar. Naja, dahin. Weiß ich gar nicht mehr, wie das ging. Ach, da konnte ich mich umziehen dran. Ich erinnere mich. Es kam der Briefträger. Ein bisschen meine Farm hier mal in Ordnung bringen. Was soll das denn hier alles, ne? Was bist du denn? Ein Marienkäfer, aha. Habe ich nicht noch eine Sense? Habe ich nicht extra eine Sense auch gekauft? Nee, ne? Nee, habe ich auch nicht. Ja, super, genau. Ich habe einen Stein platziert. Ich bin grandios. Ich räume auf und bin grandios. Ich habe die Insel noch gar nicht erkundet. Hat man auch so selten Zeit für sowas, ne? So das Dorfleben, das ist schon kompliziert. Muss man ja sagen, ne? Es gibt immer was zu tun, man hat immer was zu tun. Was ich mich ja frage eigentlich, wie war das eigentlich damals? Sind Bäume nachgewachsen oder nicht? Ich weiß es ehrlich gesagt nämlich gar nicht mehr. Achso, dafür brauche ich wieder eine Spitzhacke. Okay. Zack, ein lila Schmetterling gefangen. So einfach geht das. Hup. Wenn wir mal gucken, was hier oben los ist. Ja, nix. Ja, nix. So, mal eben auf die Map einmal gelutzt.
Puh, das ist vielleicht auch ein bisschen diesmal sehr groß gewählt, die Map. Naja, vielleicht hätte ich sie kleiner machen sollen. Kleiner hätte wahrscheinlich auch gereicht. So. Wieder ein schneller Holzer. Bin ich der Harzer? Ich bin der Holzer. Naja. Hoch hier. Ich sehe doch nichts, Mann. Ja, ich wollte ja auch nur... Na toll, da komme ich schon wieder nicht dran, oder was? Ups. Uiuiui. Ich weiß ja nicht, ob ich Holz brauche, aber man kann es auch super nachher, nachher verkaufen, ne? Ui, die Musik geht los. Dün. Ja, Erfolg freigeschaltet. 100 Mal die Hacke schwingen, oder was? Ich wollte es ja nur mal ausprobiert haben. Boah. So ein Strand oder sowas? Gibt's sowas überhaupt hier? Zu groß. Ich hab die Map, glaube ich, einfach viel zu riesig gemacht, oder? Ich glaube, ich habe die Map viel zu riesig gemacht. Das wäre ja eher was für kreativ gewesen. Kann man die Map noch mal kleiner machen? Geht das noch? Optionen. Third Person. Da werde ich ja ganz bekloppt bei. Multisampling, Blumenschatten. Regler. Regler aktiv. Sprache Deutsch. Meistens. Staxel, nett, Adresse, die zeigen wir natürlich nicht. Warte mal, das unbearbeitetes Fossil. Du altes Fossil. Kennt man. Ne? So ein altes Fossil, so wie ich es bin. Alter. Wie groß ist denn diese Map? Hätte ich das mal vorher gewusst. Hätte ich das mal vorher gewusst, dann hätte ich die Map nicht so groß gemacht. So ein Schmarrn. Warum mache ich denn sowas? Ich dachte so, ah, in Staffel 1 war die Map so klein. Sterngelly. Machst du die mal was größer diesmal? Aber das war ein bisschen zu groß, glaube ich. Was bist du denn? Kann ich dich so einfach mitnehmen oder brauche ich dafür... Ah ja, ein Glühwürmchen, dafür brauche ich... Ne? Wenn es gleich ganz dunkel ist, dann sehen wir nichts mehr. Das ist
Das wäre ein bisschen doof, ne? Gibt es denn Möglichkeiten, irgendwie schneller nachher da so ans Map-Ende zu kommen? Würde mir wahrscheinlich der ein oder andere sehr, sehr dankbar für sein. So, Fallschaden kriegt man hier nicht. Das ist der. Oder ist mein Glück. Ach, guck mal, hier fliegt schon wieder was. Flupp! Zebrafalter. Du alter Zebrafalter. Nein, wir nehmen keine mittlere. Nein, wir nehmen auch keine kleine. Wir nehmen die riesigste Map, die wir erstellen können. Ich Trottel. Ich alter Trottel. Alter Verwalter, das ist echt noch ein... Jetzt rennt er aber, ne? Jo, jetzt rennt er. Ups. Hopp. Jetzt rennt er. Hau ab. So, erstmal eine Runde hinlegen. Achso, schlafen war so, ja genau. Tipp, Spiele. Hol den Ball mit deinem Haustier, indem du einen Ball hältst. Achso, wir haben kein Haustier. Tipp, benutze eine Spitzhacke, um umgegrabene Erde zu normaler Erde zu machen. Aha. Interessant. Guck mal, hier sind Feiertage. Das ist genau wie... Aufwachen! Schon wieder ein Brief, aber erst müssen wir mal... Erst müssen wir, hier... unser Grünzeug, wässern. Oh. Erst wird hier alles gewässert. Vorher wird keine Post geöffnet. Da sind eh meistens nur Rechnungen. Oder Farmgirl. Fast dasselbe. So. So, Moment. Rote Heuschrecke. Die heißt auch rote, okay. So, ist aufgefüllt. Noch eine rote. Die nehmen wir einfach mit, kriegen wir ja Kohle für. Zack. So. Kuh sucht ein neues Zuhause. Du wirst mir nicht glauben, was ich auf meiner Spaziergang am Dorfrand gesehen habe. Am Dorfrand? Ich habe nicht mal den Dorfrand erreicht. Eine Kuh, die sich verlaufen hat. Wie wär's, wenn du dich um sie kümmerst? Du brauchst nur eine Scheune. Schau bei Alicia im Handwerkerladen vorbei. Sie wird dir beim Bau helfen. Komm zu mir, wenn die Scheune fertig ist. Alicia. Wo ist denn diese Alicia? Am Wegesrand, verstehst du? Wo ist denn hier der Wegesrand? Ich habe die Map einfach viel zu groß erstellt. So ein Schmarrn. So, was war denn jetzt hier mit Alicia? Ach da. Uiuiui. Die macht mir jetzt schon Angst. Handwerkerladen. Shalom? Ist hier wer? Hier ist keiner. Dann gehe ich erst verkaufen. Shalom. Wofür brauche ich denn Sternteile? Gleich mal gucken, was die wert sind. Was ist denn so zwei Sternteile? Ach, die kann man nicht verkaufen. Warum kann ich die nicht verkaufen? Mann, ey. Nix kann man hier. Allerdings bringen die Viecher mir Kohle. So, ich saufe erst nochmal ein.
Jo. Geht super. So, die soll ich jetzt vielleicht nicht unbedingt verkaufen. Ist diese Alicia denn jetzt mal im Hause hier? Jetzt, ja. Wir gehen erstmal dazu der hin.